Moin Moin, herzlich willkommen bei Blood and Rain Digital und Hubert, lass mein Kabel los, danke. Bei Blood and Rain Digital und einem weiteren Double Trouble Snacken durch, denn die Root Girl ist auch dabei. Hallo? Ja, genau, der Ausschlag ist hier, das ist gut, okay, es funktioniert also. Diesmal werde ich auch nicht motzen, wie du spielen musst. Das muss ich ja selber spielen. Das. Sie bezieht sich gerade auf unsere letzte, unseren Multiplayer-Stream Road mit meinem Bruder und so to. weiter. Nee, Road to Yumi war das, Ach, als ich Road to Yumi, ja, gemotzt da habe. hast du auch gemotzt, Aber gut, egal. Also, wir werden jetzt hier nochmal eine Snacken-Durchrunde in Double Trouble zu Songs of Conquest machen. Was uns ja zur Verfügung gestellt wurde vom Entwickler und Ich so, fand's Love. erst scheiße und dann fand ich's sehr gut. Und eigentlich habe ich gewonnen. Letztes Mal. Naja, Julian hat ja aufgegeben. Kann man übrigens alles in unserem Stream nochmal Ja, also nachverfolgen. Julian hat aufgegeben. Ja, eigentlich hätte er das nicht. Das mache ich ja immer nie. Aber ich habe ja gedacht, Ja. ach, ich schaffe das eh nicht. Also, ja. Inklusive Abstürze und Fehler und so weiter und so fort. Was aber, muss man jetzt sagen, damit zusammenhängt, es ist halt im Early Access gerade, es ist halt erst seit 2 Wochen jetzt raus, das Spiel. Ja, dafür Das, ging das doch ganz gut. ja, das Team arbeitet stark daran, Updates, Updates, Updates. Habe auch ein Forum eingerichtet jetzt, wo man da voten kann, welche Features sie bringen sollen und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, sie haben uns den Key halt zur Verfügung gestellt, damit wir das hier testen und so. Und genau, wie gesagt, ab und an mal ein Stream, die laufen ein bisschen länger. Und halt jetzt einfach mal so ein Snacken durch, da wird alle mal so ein, ne? Aber wie immer haben wir natürlich auch eine Frage der Folge hier, so bzzz, plupp. Ja, ich habe Fragen der Folgen hier, dann, die ploppen immer mal so auf und, Liebster HOMM-Teil. ja, liebster Heroes of Might and Magic-Teil. Problem ist, wir sind uns ja immer noch nicht sicher, ob ich da mal einen gespielt habe. Aber das wird wohl so gewesen sein. Ich bin der Meinung, dass das Might & Magic war. Ich weiß ja nicht mehr, welcher Teil das gewesen ist. Ich Zweiter vermute, oder dritter, das muss was 1, ganz 2 an. oder 3 muss ja gewesen Ja, es sein. muss. Ist auch der einzige, den ich gespielt Weil habe. danach sind sie ja in den 3D-Bereich reingegangen Nee, das und. war noch so von oben auf der Karte, wie wir das jetzt Ja, das haben. wird bestimmt der dritte gewesen sein, Also, ja. genau, also einer von denen. Also, die Frage ist eigentlich schon beantwortet, weil euer allerliebster Teil ist natürlich Teil 3, der weltbeste. Nein, das ist wie bei Final Fantasy 7, weißt du? So, alle Final Fantasy-Teile sind irgendwie toll, aber 7 ist der hier in Europa halt eingeschlagen hat wie eine Bombe. Genauso Heroes of Might and Magic 3. Ja, obwohl ich sagen muss, teils, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist mal aufgefallen, das krieg ich wieder, ich liebe das ja, ne? Ich habe den ja damals auch gespielt, ne? Von Ach meinem so, Vater noch ich auf weiß, der was kommt. PlayStation. Nee, das Ding ist, mir ist, ich finde es auch immer noch gut. Aber mir fällt mal auf, wenn ich die jetzt spiele, ich glaube, ich hab, meine Ansprüche sind sehr nach oben geschossen, weil die Konsole, wir können, ich merke manchmal so, was ist das so, auch wenn das überarbeitet ist, so mit der Grafik, ne? Das ist halt nicht ganz so gut gealtert. Also ich finde auch das Ja. Remake sehr gut und Teil 12 Ach ist so, einer Teil meiner 12, ja. Lieblinge. Und ich finde auch Teil 15. Ich habe da länger gebraucht, um da reinzukommen. Der war ja sehr, da haben viele Leute sehr drauf gemotzt. Ja, das stimmt, ja. Ich habe dann aber ich habe mich irgendwann mal rangesetzt und habe gedacht, so, bevor jetzt das Teil 7 der Remake kommt, machst du jetzt hier nochmal ordentlich Teil 15. Habe ich leider immer noch nicht fertig. Aber da habe ich mich da so richtig rangesetzt und gesagt, so, jetzt lässt du das mal richtig auf dich wirken. Und ich bin sehr begeistert. Das ist schön, ja. So. So, aber jetzt Ja. zurück zu Wir Might sollten and Magic. so Teil ein 3, Podcast wahrscheinlich. hier, ey. Ja, So, Heroes of Might jetzt, and der Magic. Hund hat auch noch was zu Wie sagen. gesagt, also wir hatten im Ja. Stream ja so ein paar Gespräche über die Thematik schon mit dem Chat und sowas. Und nicht jeder mag Teil 3. Oder hätte jeder, nicht jeder hält Teil 3 für den besten. Ich kann da nichts zu sagen. Wie So, gesagt, ich weiß ne? jetzt nicht mehr, welchen ich Wie gespielt gesagt, habe. die könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wie das so ist mit unserer Frage der Folge, ne? Haut es in die Kommentare, welches ist euer Lieblingsteil, womit habt ihr angefangen, welchen, oder, ja doch, welches ist euer Lieblingsteil? Wie die Frage sagt, ganz einfach. Aber das ist doch jetzt gar nicht Might & Magic. Guck mal, jetzt kommt hier so einer, der so gefährliches Halbwissen hat. Oder noch nicht mal Naja, es Halbwissen, ist, vielleicht ein ja, Viertel. Songs of Conquest ist nicht Heroes of Might and Magic, aber irgendwie doch. Die haben sich daran orientiert. Ja, Ja, sie so haben. für die Leute, die es halt nicht wissen, so wie Ja, genau, mich. sie nehmen, also sie waren wahrscheinlich, ich vermute mal, dass sie enttäuscht waren, so ein bisschen nach dem Ende von Heroes of Might and Magic 3, als das alles in eine andere Richtung ging. Da haben wir gesagt, komm, wir machen unser eigenes Heroes of Might and Magic. Wir nennen es Songs of Conquest und es wird voll toll. Punkt. Wie ist denn das? Wieso, in welche Richtung ist denn das dann gegangen? Naja, es ist spielerisch ja immer noch mehr oder weniger das Gleiche mit über Karte und rumlaufen und Sachen Ja. einsammeln, aber es wurde halt von dieser gezeichneten 2D-Optik wurde es hin zu so einer richtigen Ah, 3D-Optik. okay, Es gut. sind halt, grafisch haben sie alles gekippt, so, sag ich mal, und dann nachher fing das auch an. Es gab eine richtige, klar, bei 1, 2, 3 gab es auch eine Story, die das alles zusammengeführt hat, ne? So, aber es rückten andere Dinge in den Fokus, die halt den Leuten aber nicht unbedingt so wichtig waren, der Spielerschaft. So, und ja, da haben wahrscheinlich Entwickler und Spieler haben da so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, glaube ich.
So, deswegen haben sie ja Jahre später auch nochmal Heroes of Might and Magic 3 remastered. Ach je, okay. Weil das halt, das ist einfach der erfolgreichste Teil gewesen, ne? Ist auch so. Okay. Nee, ich meine, ach je, weil das haben wir, glaube ich, alle im Moment. Manchmal denke ich mir, ich finde das okay, wenn von einigen Spielen so remastered kommen. Ich habe ja auch einige Dinge damals nicht gespielt, ob das so, weil ich ja kein Nintendo hatte, wo alle, mir fällt aber mal auf, dann habe ich mir manchmal auch, wie hieß denn das noch? Mhm. Da war ich auch sehr enttäuscht. Da haben auch alle, oh Mann. Oh, irgendwas mit Magic. Bin ich jetzt bekloppt? Magic. Oh, wo diese drei Peoples da vor diesem riesigen Baum stehen. Ach, Secret of... nee. Secret of Mana. Ach, Secret of Mana, gut, okay, ne? Weiß ja nicht, Magic doch nicht. Ja, Secret of Mana. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, das habe ich auch noch nicht wirklich weit gespielt. Ja, ich erinnere mich. Da waren ja alle gerade die eingefleischten Fans von früher sehr enttäuscht und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja. Also da haben sie wirklich nichts Gutes gemacht. Deswegen sagte ich gerade mit dem Remake so, Ja, wissen wir ja, ne? Remaster, Remakes ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja, ich finde, vielleicht könnte man auch mal Stories weitererzählen, dass man in demselben Universum bleibt oder ähnliche Charaktere, aber sagt, hey, wir machen jetzt nochmal einen neuen Teil, glaubt ihr, ja. Tjo. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ne, euer Lieblingsteil oder auch nicht Lieblingsteil, wie auch immer, ne, und ich seppe jetzt mal um hier. Yay. Und zack. Und ja, ich habe mich für die Menschen entschieden. Letztes Mal waren die Echsenmenschen mich total geil. Ich wollte jetzt aber mal mit einer Rasse also spielen, die wir noch Menschen nicht sind, hatten. Ne? Du hast gesagt, das sind Menschen letztes ja, Mal. Das vermutlich. Sind Ritter. Ich glaube auch. Hat das Bild übernommen für OBS jetzt hier? Sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Achso, ja, ich glaube, das sind Untote hier. Ja, die hatte Julian, aber da konnten wir ja nicht so viel sehen. Nee. Deswegen haben wir das dazu gewählt. Genau, ist eine kleine Map, 1 gegen 1 hier, so wie Babo. Ja, ich werde eh verkackt. Wir lassen den Standard, wie er ist. Keine Einstellung, kann man natürlich auch alles anpassen, tun und machen und so weiter, aber drauf gucken. Ne? Ups, so, Bereitschaft anzeigen. Also übrigens gerne. Hier oben Spielecode, sehr cool, ne? Wer einsteigen will, ach, zu spät. Das ist ja eine Aufnahme, die ihr gerade guckt. Ja, sehr witzig. Ja, ich weiß. Einer muss ja lustig sein. Das Spiel beginnt. Also gleich. Und dann gibt's auch wieder Musik. Die läuft nämlich aus. Wächtertürme. Ich wusste nämlich, dass die wichtig sind. Da unten steht's. So, Achtung, jetzt kommt bestimmt wieder Musik. Da. Naja, ne, Geräusche kommen. Das bin ich. Das bist du. Natürlich, das ist die Ordnung. Space Götter aus Warhammer hier. Ja, Age of Sigmar! Ja! Natürlich bin ich das. Einfach schnell so eine Random-Frage einwerfen. Warhammer Fantasy oder Age of Sigmar? Ha? 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 Direkt Streit entzünden, ey. Hier schon gleich der erste Feind? Ja, augenscheinlich. Ich würde sagen, die bewachen die Weberei da. Das ist die Spinnerei. Spinnerei. Oh, hier sieht aber auch ein bisschen protzig aus. Wie bin ich das? Denn hier? Haben wir denn, also was wir jetzt hier gerade augenscheinlich nicht haben, das ist eine Baustelle, aber was ist das? Ach, Ausgrabung. Achso. Aber das ist doch mal eine Stadt hier, oder nicht? Wo wohnst du in einer Höhle, in einem Berg, ey? Wahrscheinlich. Naja, wie man schon sieht, rechtsklick. Hier läuft meine Magic Style halt, ne? Also das ist nur natürlich so ein bisschen Foxel, Pixel. So, was ich natürlich schon weiß, ist, das hier ist nämlich gut. Ein Aussichtsturm, ja. Genau. Oh, holy shit, der bewacht da auch noch mehr. Ja, halt da mal kurz rauf auf den. Irrsinn. Ja, das ist wahrscheinlich. So. Es gab zwischendurch einen Patch seit unserem Stream. Huch! Das haben wir letztes Mal nicht gehabt. Also wenn man Tok-Tok macht, dann. Dann geht er nicht, dann beamt er sich dahin, ne? Augenscheinlich, ja. Es gab zwischendurch einen Patch. Also wenn ihr jetzt nochmal zurückklickt auf unseren YouTube-Kanal, wo ihr gerade seid und dann den Stream guckt, dann werdet ihr wahrscheinlich ein paar andere Sachen. Guck mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, genau. Also wir haben, achso, was man da auch nochmal dazu sagen kann, ist, das ist augenscheinlich, hier ist es augenscheinlich eine Knochenschere. Also ich hatte letztens bei den Echsenmenschen hatte ich richtig so eine kleine, was war denn das? So ein kleiner Hort. So eine Dschungelhütte da halt. Ja, oder? Ja. Man hat hier, wie man hier sehen kann, kleine Baustellen. Das hatten wir letztes Mal auch. Ja. Da kann man jetzt raufklicken und dann können wir hier etwas bauen. Ja gut, das... Das hier, genau. Das kann man auch nochmal erklären. Das ist ein großer Bauplatz. Mittelgroß, wir haben aber nur einen kleinen. Es gibt jetzt unterschiedliche Sachen. Was natürlich ganz schön ist, wir haben Rattenbau. So, das ist eine Brutstätte für Ratten. Kann man, also die kann man hier auch, ne, ein bisschen stärker machen. Das sind halt wie Fußsoldaten, kann man sagen, ne? Ja. Es gibt eine Krypta. Ah ja, Eidgebundene werden in der Krypta exhumiert und zum Dienst erweckt. Ich würde mal sagen, das sind denn hier so... Das wirkt auch relativ untot, ne? Ja, ja, auch so Untote. Deswegen habe ich mich nämlich gerade gewundert. Haben wir eine Karte. Genau, das sind Feldfrüchte, da kriegen wir dann nur Geld. Das ist Steinbruch, klar, Stein, Sägewerk, Holz.
Wachturm ist ganz gut eigentlich. Den hatte ich letztes Mal auch mir als erstes gebaut, weil ach, hier... Guck mal, da kommen die Toxikologen her und so von denen. Ja, ja. Und Kultisten. Der Wachturm ist halt auch dafür da, genau, steht hier Garnison. Wenn man den ausbaut, hat man auch eine Balliste zur Verteidigung. Wenn mich jetzt einer angreift, kann ich das Ding dahin und dann werden die angegriffen. Sammelpunkt, erwirbt Truppen aus anderen Städten und Siedlungen. Wenn man eine Siedlung findet, kann man die halt beanspruchen und dann könnte man, wenn man einen Sammelpunkt hat, die dahin lotsen. Also das, was Julian meinte, ne? Ja, genau. Ja. Ich werde jetzt aber mal einen Wachturm bauen. Das erscheint mir irgendwie sinnvoller. Hey. Was haben wir denn? Genau, das ist aber hier, man könnte die Ausgrabung verbessern. Ja, seine Stadt halt verbessern. Meine genau. Seine Stadt, das können wir aber nicht. Nein? Nein, ich habe nicht genug Geld. Ach so, oh. 10.000. Hier können wir Truppen herbeirufen, das glaube ich. Ja, ist ja noch nichts. Können wir, ne? Ich habe ja nur mal geguckt, das können wir aber noch gar nicht. Ach so. Ab jetzt. Oder hier der Hüter. Jetzt muss ich mal gucken, welchen Hüter habe ich denn überhaupt? Wie ist der zurückgekehrte? Ich denke mal den. Ach, der, Merkot. Der Ausgegraute, ja. Merkot, ich war es und werde es ewig sein. Ihr Schwert, okay. Das hier sind andere, die wir uns später halt rufen können. Die denn hier so zugehören. Die haben unterschiedliche Dinge. Die haben hier halt auch unterschiedliche Leute bei sich. Der untote Schnitter zum Beispiel, der hat hier Gespenster und Ratten. Hat hier auch andere Werte. Hat hier noch eine Fertigkeit, nämlich Ordnung. Kontrolliert und verbessert die Fertigkeit von Kreaturen, die Essenz tragen. Deswegen ist es auch sinnvoll, hier, der hat ja Arcana plus 2, hier mit Zerstörung. Die zum... Ach, guck mal, das sind doch... Das hier denn nicht? Was hatte Julian? Was hast du denn jetzt gleich? Sind die denn auch untot? Das ist ja merkwürdig. Gucken, ne? Ja. Oder bist du das? Das bist du. Ich bin guck das? Mal da. Oh. Oh, stimmt. Wie sind wir dann drauf gekommen, dass ich bin... Also, Florian übernimmt dann mal die Maus. Ich glaube, es ist okay, dass ich erklärt habe. Ich glaube, wir sind da drauf gekommen, weil das ja, blau und der sieht gar nicht so untot aus. Ne? Der sieht ja. so heldenhaft aus. Also gut, das sind natürlich die Untoten und nicht die Menschen. Aber die Erklärung war soweit gut. Das sind die Untoten, die eigentlich ganz schön menschlich aussehen, ja. Genau, ich habe dir aber schon mal Geld eingesammelt. Ich hoffe, es ist okay, dass ich dir einen Wachturm gebaut habe. Aber da oben, ich wollte eigentlich da oben zu dem Hemd, weil das auf jeden Fall... Eine Bogenschützen-Gambeson, so eine gefütterte Rüstung, ne? Ja, und angreifen kann man sowieso noch nicht. Florian kann ja eben nochmal auf sein Fraggle klicken. Ja, gleich, warte, ich will nur kurz schauen. Nee, hier war das, ne? Genau. Nochmal kurz zu klein. Den Wachturm hast du gebaut, ne? Ja, ja, der Wachturm genau. Ist aber ganz gut, wenn dich jetzt einer an die Wäsche will. Genau, weil interessant ist halt, dass der auch, also der erzeugt auch Gegner. Also, der erzeugt keine Gegner, aber der erhöht die Anzahl Kultisten und so weiter, die man bekommen kann. Also Der Wachturm ist schon wichtig, den zu bauen, wenn man am Anfang mehr Einheiten haben will. Das kostet zwar Zeit, weil du brauchst ja den, bevor du eine Kaserne baust, aber du pushst so ein bisschen dein Einheitenlimit damit in die Höhe, ne? Also mein Fraggle hier, ne? Das war auch Taste C, oder? Ja, genau, Taste C. Genau, jetzt kann man hier nochmal sehen, Kommandieren und Nahkampf, das sind seine Fertigkeiten. Ja, genau. Inventar das heißt, halt. Wenn man jetzt Truppen hat, ich glaube, der hat noch, doch, der hat da oben welche, schon. Ja, genau. Der hat ein bewahrte Gebeine, das ist ein Untoter, genauso wie die Eidgebundenen. Ja. Dass der Vorteil ist jetzt, Nahkampf und Fern, also Nahkampf ist hier besser. Genau. Nahkampfoffensive für Untote. Das heißt, man sollte sich vielleicht überlegen, mehr Fußsoldaten zu bekommen, vielleicht, weil man für da... Den, genau. Also man kann immer so ein bisschen gucken, bei den Echsenmenschen hatte ich einen Frosch, der reitet. Der hat auch ein Reittier, auf dem er sitzt. Und der hat so ein Special, dass wenn du Reiter hast, die bei ihm stärker sind. Ja. So wollte ich, das wollte ich sagen. Also ich glaube, dass du hier mit Fußtruppen, also mit Nahkämpfern mit dir... Richtig, das kann man in der Fertigkeitenanzeige auch ganz gut sehen. Das sind halt die er haben, also ne, das Maximum, was er haben kann, ist hier unten. Die zwei hat er schon. Und dann hier, ne, er hat zum Beispiel Nahkampf. Deine Truppen erlangen plus 10 Nahkampf, Offensive und so weiter. Die kannst du halt im Laufe des Spiels ja auch skillen. Ne, wenn du levelst, wenn du Sachen einsammelst genau, und so weiter. Genau, aber Florian darf dann gleich. Ja, ich hätte mich schon gewundert. Ich denke so, wieso ist denn eigentlich unsere Hütte wir so? Wir sind da drauf gekommen, weil das so ein Ritter ist, ne? Ah, lustig. Ja, aber dann erklärt sich das, weil das sind halt Untote. Du bist dran hier. Ja, also dann fahren wir doch mal vom machen und, wir mal weiter. Und Julian hatte Lila im Stream. Und war untot. Das hat uns jetzt irritiert, ne? Genau. Ja, und das sind jetzt gar keine Menschen. Wir haben mal wieder nicht richtig gelesen. Knirscher Hochmeister der Fey. Also, das sind ja Tierleute? Für mich augenscheinlich. Kann auch nur einen Helm tragen, ich weiß nicht genau. Nee, das ist ein Tiermensch. Aber. Achso. Knirscher. Aha. Aber es sind hier sehr unterschiedliche Freels.
Mensch, das ist auch ein Fee hier aber wieder. Die Namen sind ja auch sehr... Okay. Tapferherz. Genau, das finde ich aber ganz gut gemacht. Okay, wir fangen mal an. Ich mach mal gleich hier mit. Bau mal einen Wachturm, schlage ich dir vor. Ja, ja. That's the plan. Ich habe aber Glück. Hier ist gar nicht so viel Krimselkramsel um mich rum, ne? Falchion. Mit Schwert. Kennen wir aus Elden Ring, ne? Das stimmt. Genau, hier kann man noch so Sachen abbauen. Level up! Und dann kann man hier die Fähigkeiten entweder eine neue nehmen oder die Fähigkeiten, die man hat, leveln. Weil da steht halt, ne? Stufe 2, Stufe 1, ne? Und so weiter. Ja, guck mal, er hat auch Nahkampfoffensive. Aber hier machst du zum Beispiel, dass die mehr Schaden machen, ne? Kampfausbildung. Genau, kommandieren ist ja, dass du mehr Regimente mitnehmen kannst. Ja. Genau, da kann man jetzt immer so ein bisschen, da ist schon aber auch eine Frage. Wenn man nämlich diese Kommandotruppensache nicht erweitert, hast du halt zwar vielleicht starke Einheiten, aber du kannst vielleicht nur 3 Stück mitnehmen oder so. Da muss man so ein bisschen gucken. Ah, hier ist aber auch ganz schön viel, das hatten wir letztes Mal nicht. Hier sind ganz schön viele Freedles oben. Ja, du weißt ja, guck mal, die Größe der Karte ist natürlich sehr gedrückt, ne? Oh, da unten. Aber das ist auch bewacht. Da ist irgendjemand vor. Und man muss dazu sagen, also nicht, dass man jetzt hier zu feige ist. Ich habe hier ja nur Drive Frags dabei. Das Ding ist... Achso, warte mal. Meine ich doch, man konnte das ausbauen. Ja, ja. Du hast aber zum Beispiel schon viel mehr Geld gehabt wie ich. 7500, so viel habe ich gerade. Du hast noch 2 Goldhaufen eingesammelt. Ah, bei dir da vorhin. Ja, mit mir. Göttliche Fügung hier, ne? So, Ach, das habe ich eben gar nicht gemacht. Genau, das macht Florian jetzt ja aber, weil er schlau ist. Ja, guck mal, klick mal auf deinen Charakter. Ach, mein Charakter. Achso, das Ausrüsten meinst du? Genau. Hat ja, er, achso, guck mal, nee, ja, da hat er doch schon gemacht. Da war ich mir jetzt unsicher. Genau, man findet halt jetzt ja die Kleidung oder Waffen. Genau, und die Rüstung macht halt 4 Verteidigung. 4 Verteidigung, ne? Ja, genau. Kannst du auch abnehmen, ablegen, etc. Oder weitergeben. Aber ich lasse sie jetzt da dran. So, den Turm. Muss den Level abgeben, ne? Ja, genau. So, kommen wir hier dasselbe, ne? Hier, plus 1 Bewegung. Ihr könnt sich also einen weiter bewegen. Hier ist auch das Nahkampfoffensive, ne? Ja, obwohl das gar nicht mehr schlecht ist, wenn du das hochpusht. Das habe ich mit dem Ex-Menschen auch. Ne, mit dem Nahkampf. Also Nahkampf, ja, ja, auch. Stell dir die Fähigkeit frei, 4 Truppen. So viele, ne? Truppen hast du ja noch gar nicht. Ich weiß manchmal. Obwohl ich auch mal nicht weiß, wann das wiederkommt. Kann auch sein, wenn man jetzt wieder ein Level aufsteigt, dass man Kommandieren gar nicht auswählen kann. Na, ich glaube. Ja, gute Frage. Aber das wäre dann so. Tier, was ist dein Begehr? So. Hier, der Wegweiser, braucht noch XP. Das Ding ist, diese Sachen, wenn man später weitere Helden hat. Den kann man auch... Warte mal kurz. Achso, der Hund. Ja, ja, der Hund. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel so ist wie den Wegweiser oder auch der Turm und so weiter. Wenn du 9 Helden hast nachher, dann kannst du mit diesem Helden diese Sachen wieder einsammeln. Die Rohstoffe sind weg. Holz und der ganze Kurs, das ist alles verbraucht. Ne? Und auch hier sowas wie ein... was haben wir denn hier irgendwo? Hier ein Sägewerk, ein Obstgarten. Naja, irgendwo da. Naja, so eine Siedlung kannst du halt auch nur einmal einnehmen. Oder das hier, den Schimmergartenhain. Alles, was produziert, kannst du nur einmal einnehmen. Aber solche Sachen wie, halt, ne, was XP bringt, nur weil du es entdeckt hast, weil du es besucht hast, das kannst du mit jedem Helden machen. Aber auch nur einmal, ne? So, hier, herausfordernd, das ist natürlich ein bisschen knackig. Was ist hier? Unbekannt. Ah ja, das ist halt noch zu früh zum Angreifen. Das ist noch zu früh zum Angreifen. Darum müssen wir jetzt mal hier unten den Kram einsammeln. Wir gehen jetzt mal zurück. Der Anfang ist immer ein bisschen entspannt. Oh, das Geld vergessen. Ja, wir gehen gleich da an. Ah, ne, kommen wir gar nicht hin. Ja, man muss auch mal ein bisschen gucken, wo man langläuft. So, der Hund ist gefüttert. Der hat hier gerade gejammert. So, der Wachturm ist fertig. Mal gucken, entweder Eidgebundene oder ein Rattenbau. Ratten sind, glaube ich, recht flink im Kampf. Und günstig halt, während die Altgebundenen halt mehr aushalten. Ich muss aber dazu sagen, Florian spielt bei Warhammer Skaven. Das ist so eine Karte. Ach so, das ist ein. Ein Marktplatz, ne, oder? Ein Bauer. Auf Feldfrüchte, ja. Achso, und man kann natürlich jedes Gebäude auch mehrfach bauen, insofern man die Plätze hat.
Man könnte also auch ja, zum Beispiel. Mein Sammelpunkt ist jetzt ein bisschen bekloppt, weil man hat ja noch nichts. Ja. Ja, also, es ist ja bekloppt, jetzt einen Sammelpunkt zu bauen. Was willst du damit? Die Frage ist natürlich auch, ob das so schlau war, den Wachturm jetzt wirklich zuerst zu bauen. Und nicht erst ein Sägewerk oder sowas halt, aber. Ah, ja. Kacke. Wir brauchen. Man kann die auch wieder abreißen, das ist ja das Ding. Ich hab den zuerst gebaut. So. Wir upgraden das Ganze jetzt hier einfach mal direkt. Bupp, da hat man nämlich auch direkt wieder neue Plätze zum Bauen hier. Wir haben die Basis halt jetzt ein Level abgemacht. Das ist natürlich ganz schön expensive auch. Wir jetzt hier brauchen wir 10 Steine und 10 Steine und 10 Holz. Und das müssen wir natürlich erstmal wieder reinkriegen. Da oben sehen wir halt eine Anzeige, was wir davon reinbekommen. Im Moment halt nichts, weil wir kein Sägewerk oder so eingenommen haben oder gebaut haben. Da muss man dann so ein bisschen das abschätzen. Man kann sich da schnell in eine Ecke bauen, wo du erstmal rundenlang nichts machen kannst, weil du nichts bekommst. Ein bisschen doof dann. Ja, Truppen herbeirufen, da geht's jetzt nichts. Alles gut. Kommt okay, auch erst, wenn man das auf 3 gepusht hat, weil die Bauplätze größer werden. Ja. Spiel gespeichert. Didi. Ja, da musst du irgendwie erst rumlaufen. Das ist eine Schlucht da. Da ist eine Schlucht? Ja, du kannst so da nicht runter. Naja. Entweder so unten lang. Aber da ist irgendwas im Weg, oder? Ich würde sagen. Am Anfang läuft man also auf jeden Fall rum und nimmt alles mögliche einfach. Aha! Was? Ja, haha. Achso. Achso, haha. Ja, nimmt alles ein, was man so finden kann und sowas und baut vielleicht eine Siedlung aus. Da unten ist ja eigentlich gerade. Ja, scheiße, da hätte ich mal so. Wir gehen auch, ich sammle hier den. Ich gehe, guck mal. Das hier werde ich da nochmal einsammeln und dann gehe ich hier, mich hier unten runter. Geht's da? Nee, da geht's nicht rein. Ja. Auch ausgebaut. Man kann das, genau. Später kann man auch noch eine Burgmauer drum rumziehen, um das ganze Gelände und so weiter, das alles befestigen. Aber letzten Endes ist es natürlich eben selber freigestellt. Ah! Was haben die denn? Es gibt eine Bauernhütte, eine Lehmhütte. Boah, wollen wir mal gucken, was die hier sagen. Milizionäre. Ja. Und es gibt eine Schenke. Bänkelsänger. Troubadore. Wie hieß er noch bei Asterix? Troubadix? Ja. Ja. Steinbruch. Ja, also man sieht, das ist schon doch sehr menschlich, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ja. So, was das ist halt die Tauren. Tauren sind das auch Buffet. Na, Narnia, denk an den, ja, den Halbziegenbock, hätte ich was gesagt. Nee, ja, das sind ja aber Tauren, also Minotaurus Faun, ne? Ist ja Faun. Ja. Deswegen Fey, ist das das englische Wort? Das kannst du haben, ja. Das ist eine mittelgroße Baustelle. Wir gehen jetzt mal hier. Das ist eine Baustelle. Naja. Kleine Baustelle, dann bauen wir hier nochmal auch ein Sägewerk erstmal. Ja, sollte man auch bauen, dann Holz und. Ja. Also genau, man kann nur ein Gebäude zur Zeit in Auftrag geben, ne? Genau, das ist die Rattenbude, ne? Weiß gar nicht, sind da jetzt schon Einheiten eigentlich oder erst mit der nächsten, oder? Nee, ja, jetzt schon, die produzieren. Die produzieren jetzt schon, ne? Genau. Genau, kannst du sonst in die Burg holen. Man kann halt auch warten, bis der. Aber ich glaube, das ist ein Maximum, nee, 6. ne? Ja, okay. Maximum. Wenn man das noch upgrade, ausbaut und so weiter, dann kannst du da halt auch sammeln. Bis hoch zu 30 oder 40 oder sowas. Dann kannst du die alle auf Schlag kaufen. Da kommen die jetzt. Und dann sind die nämlich erstmal in der. Was ist das X? Da. In der Burg eingebunkert. Was verschiedene Vorteile hat. Dass die Burg halt beschützt ist, wenn jemand angreift. Und deine Einheiten fliegen nicht irgendwo rum. Du weißt halt immer, wo sie sind. Kannst du mit dem Helden sie einsammeln und gut ist. Oh, toter Kommandant. Auch aus Heroes bekannt, Ereignisse. Ja, genau. Fällt sich an, den Ereignis kommt als in Kupfung sterben. Das ist natürlich viel Gold. Ich nehme mal das. Ich nehme immer eher die Items hier. Wieso geht das da nicht hin? Hm? Kann ich da nicht hinlaufen? Das hatten wir schon mal letztens, ne? Wo er da irgendwie. Ja, geht hier irgendwie auch nicht. Wo wir da irgendwie den Punkt nicht erreicht haben, ob man da vielleicht irgendwie speziell stehen muss oder sowas. Das weiß man nicht. So, was ich jetzt halt. Warte, habe ich ein Sägewerk gebaut? Steinbruch.
Wir machen auch noch mal ein Sägewerk, weil dann kriegen wir einfach da ein paar Sachen zu, da oben. Das ist immer ganz gut. Achso, was man noch mal machen kann, ist... Ja, genau, man kann auch manche dieser Baustellen noch mal upgraden. Ja, ja. Dass die mehr Stein produzieren, mehr Einheiten produzieren. Und du kannst sie auch wieder verkaufen. Himmlisches Erz habe ich gefunden, ne? Du hast 5 Stück, ja. Und natürlich, wie in jedem Spiel, nicht nur bei Heroes, sondern in jedem anderen Spiel auch, gibt es wieder irgendwelche super seltenen Ressourcen. In diesem Fall ist es hier halt himmlisches Erz. Und ich glaube so ein bisschen das Bernstein, glaube ich, auch. Ne? Ja, und hier ist es jetzt so, ich habe da eine Balliste jetzt drin, die hatte ich vorher nicht. Deswegen durch das Aufwerten eben. Und Fußsoldaten. Aber haben wir noch nicht. Ich habe noch keine Truppen. Kann man jetzt sehen, wie man will. Flo hat natürlich jetzt den Vorteil, er hat die Ratten schon. Ich habe da jetzt noch nichts. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Na, alles gut. Hier bin ich, naja, genau. Da komme ich noch nicht durch. Dann wollen wir kurz einmal hier hin. Was man noch sagen muss, das ist ja am Anfang schon recht heftig, wenn man da noch nicht so viel People hat. Nehmen wir mal mit. So, Verteidigung. Klicken wir auf Verteidigung. Da sind unsere Ratten. Könntest du auch da rein, bei dir reinsetzen. Ja, ne, mit dem Pfeil nach oben, zack. Ja. So, jetzt habe ich 11, ne, ja. 11 Ratten und 8 irgendwas anderes und einen, den da, genau. So. Jetzt habe ich einfach die Truppen abgeholt, alles in Ordnung da. So, inzwischen haben wir uns ein, kann man XP holen. Und Waffenständer. Steht einfach so in der Gegend rum. Ein Großschwert, ein grünes. Ja, muss ihn nochmal ausrüsten, glaube ich, ne? Hat er schon, ne, ja, okay. Was macht das? Achso, hat er schon. 10 Offensive, okay, gut. Sehr schön. So, das sind halt Werte, die sich auf die Truppen und so weiter ja auch niederschlagen. Je besser deine Werte, desto besser auch die Werte deiner Truppen. Was steht denn da alles rum? Das ist, bei mir ist das alles. Hau ich da noch rein? Nein! Ich verhungere vor dem Obsthain. Ach nee, das ist die Schmiede. Achso, ja, geil. Ich verhungere vor dem Obsthain. Kann halt auch noch ranzoomen. So, und dann dreht sich die Kamera so ein bisschen. Dann kann man diese Foxel-Optik nochmal ganz schön betrachten. Das sieht schon ganz cool aus halt so. Dass es auch da hinten unscharf wird, das hat... schon so einen coolen, jetzt müssen wir das Interface noch ausblenden, das geht sicherlich in die Optionen, hat man einen schönen Screenshot-Mode, so, ist schon schick gepixelt alles. So. Also, was soll ich machen hier? Das habe ich gebaut, Keine Baustelle mehr frei gerade, ne? Glaube ich. Ach doch, die hier, die mittelgroße, ne? Laboratorium. Jetzt kriegen wir einen Toxikologen, ja, die... Oh, was haben wir hier? Kannst du forschen. Kultisten. Nee, nicht forschen, wie heißen die denn noch, ja. Ein Handelsposten ist auch nicht unbedingt unwichtig, um Ressourcen ranzukaufen, die man unbedingt, die man nicht so kriegt, weil man halt keine Mine hat oder sowas. Aber, Toxikologen, ich baue noch ja, hier, die können sich da entwickeln halt. Also die können da ausgebildet werden, so hier. Toxikologen sind halt eine sehr gute Fernkampfeinheit, wenn ich mich richtig erinnere. Also wie man schon sieht, es ist halt sehr stark Heroes of Might and Magic inspiriert halt. Wie viel jetzt von späteren Teilen da eingeflossen ist, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich habe halt hauptsächlich Teil 3 gespielt. Die davor kenne ich halt so und die danach, also ja, mal ein bisschen ein paar Videos geguckt, dies, das, jenes, aber nie wirklich gespielt, weil die halt schon so... Ja, es wirkte halt nicht mehr so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich konnte mich damit nicht anfreunden, sagen wir es so. Dementsprechend kann natürlich auch sein, dass einiges, was wir hier als neue Features verkaufen, eigentlich schon längst Teil der Heroes of Might and Magic Reihe ist. Ne? So, deswegen Nachsicht. Und schon verließen die sie wieder, ne? Natürlich ist es halt auch langsam am Anfang, ne? Also läufst da rum, sammelst deine Sachen, baust deine Basis aus, rekrutierst deine Einheiten. Ich meine, bei Heroes of Might and Magic war schneller Action, so sag ich mal, ne? Also da war, hat der Ausbau der Stadt ging auch schneller voran und so weiter. Aber das kann auch täuschen jetzt. Das kann auch täuschen. Ist auch keine Beschwerde oder so, ist alles in Ordnung hier. Läuft ja. Schöne Entspannungsmusik hier. Da fehlen die Ressourcen. Ich weiß. Ach nee, halt noch nicht. Komm jetzt erst. Ich baue halt ein bisschen anders wie du.
Kann ja auch alles, ich glaube, es ist nicht unbedingt egal, aber ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Ja, ja. Jeder hat so seine Spielarten, denn, ne? Nö, ja, diesmal mache ich das ja anders wie letztes Mal. Achso, genau. Was noch interessant ist, oder wichtig, sag ich mal, ist natürlich, was Rootgirl vorhin schon sagte hier, die Zerstörung, da unten Ordnung und Zerstörung und auch nur Zerstörung, entsprechend dieser Essenzen sind das, naja. Essenzen kriegt dein Held halt dann auch entsprechende Zauber, die er nutzen kann und so weiter. Was also heißt, wenn du spezielle Sachen schneller haben willst im Kampf, solltest du vielleicht nur Zerstörungseinheiten mitnehmen, damit die nicht auch zufällig auch noch Ordnungspunkte liefern, die du aber gar nicht brauchst und so, ne? Das ist so ein bisschen wie bei Magic oder jedem anderen Trading Card Game, dass du dir quasi ein bisschen ein Deck aus Essenzen baust. Passend zu deinem Spielstil. So. Was denn? Verhungerst. Vor der Schmiede, ja. Oh, ein Streitkolben. Okay, mal gucken, was der kann. Und der Handschuh. Meine Güte, jetzt drehe ich aber erst. Hört denn jetzt hier die Schmiede da? Nö, der hat mir nur was gegeben. Achso. Ich habe Äpfel geklaut und verkauft. Oh, Schwein, ne? Siedlung besetzt. Wohnt in der Kessel. Kleine Baustelle. Also, ja. Oh, Himmelserz. Ja. So, du kannst dir noch einen Helden holen. Nehmen den. Ach ja, stimmt. Ja, gute Idee. Moment. Hütter. Schon kann ich direkt hier unten bauen, ne? Genau, du brauchst dann. Ja, nicht. Ja. So, lass mal gucken. Also, eine Siedlung. Ich glaube, wenn du die Basis, der Hauptbasis ein paar Mal abgedatet hast, kannst du auch einen Helden anheuern. Aber in der Siedlung geht es halt immer sofort, ne? Lass mal kurz gucken, was haben wir denn hier? Ratten und Gespenster. Ist die mit Toxikologin unterwegs? Ich glaube, ja, und das ist eine Doktorin. Gelehrte, Eidgebundene, Kultisten. Ratten. Ja, die gehen ziemlich auf Ratten ab hier. Toxikologen, da. Deine Truppen erlangen 10% Schaden, ja, okay. Ich glaube, ich nehme die Doktorin mal mit, ne? Obwohl, das ist eine Zauberin. Vielleicht nehmen wir doch lieber den. Wo ist er denn hier? Den. Mhm. Ja, wir nehmen den mit, dem Baron hier. Rekrutieren wir den? Da ist er ja. Unser neuer Baron. Baron von uns, so hast du nicht gesehen. Der kann auch direkt loslaufen. Kommt aber nicht weit, oder? Doch. Direkt aufleveln hier. Genau, hier bei ihm können wir zum Beispiel auch skillen, dass er halt mehr tankartig, ne? Die Einheit hat mehr Nahkampfresistenz, was gar nicht schlecht ist. Aber Schaden. Ne, gehen ja auch Schaden, ne? So. Guck mal, der kann da nicht nochmal hin. Aber, wo er theoretisch nochmal hin kann, ist genau da. Man sieht es auch daran, dass es alles glitzert nochmal. Dann kann er da nämlich hin. Er hat es beobachtet, schon besucht und bei ihm glitzern die Sachen nicht mehr, ne? Nee. Genau. Da kann man so ein bisschen dran ablesen, ob der da schon war oder nicht oder sowas. Gut, dann geht der nämlich gleich auch erstmal nach Hause, holt sich da gleich die. Kommt er noch an? Nö. Der kann auch nicht mehr gehen. Alles gut, ne? Ja. Okay, mal kurz hier reinschauen. Truppen herbeirufen. Wir bauen nochmal kurz ein paar Ratten aus. So. Kleine Baustelle. Achso, warte, nee. Das Ding wird noch gebaut, ne? Ja, okay, gut. Stimmt. Manche Gebäude dauern auch 2 oder 3 Runden, bis sie fertig sind. In der Zeit kann man natürlich nichts bauen, ne? Scheiße. Gut, Plan fehlgeschlagen. Ja. Nicht aufgepasst. Gott, das Himmel jetzt erst ja doch online sammeln. Ja, weiß ich. Jetzt mal gucken, ob das überhaupt reicht. So, oh. Ah, nicht genug. Habe ich das jetzt nicht? Doch, doch versucht. Ja. Das ist auch sehr gut. Wir könnten jetzt sagen, Soldaten Campini hier, ihr Lager kann ausgeplündert werden, um Gold zu erhalten. Oder die Soldaten können bei Rückkehr rekrutiert werden. Ich bin ganz ehrlich, ich rekrutiere die lieber. Ja, das hier ist auch so ein bisschen, ne? Bedrohungsgrad gegen Knirscher unbekannt, es scheint ihre Anzahl liegt, ne? Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Das Lager eben mit den Einheiten da, das dauert jetzt 2, 3 Runden, dann kommen die wieder und dann kannst du dich nochmal entscheiden, ob du sie mitnehmen willst oder nicht. So, ne? Sie hätte natürlich auch das Gold nehmen können, aber dann jetzt kriegt sie kostenlos Einheiten. Ist halt auch sehr gut. Die hat doch hier ganz viel Fernkampfeinheiten, ja. Ne? Ja.
Narben fraß. Die hat Bonus auf Fernkampf, ja. Ja, das sind das nicht irgendwie Gewehrschützen oder so, die ersten da? Denke Sänger. Ah, ne, sind Sänger. La 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 la. Da muss halt auch so ein bisschen gucken. Ja, ich habe ja eben welche gefunden, die könnte ich da ja. Aber einige sind halt doch eher Zaubererbonus, andere mehr Nahkampf, andere Fernkampf und so. Das, also man hat wirklich viele Möglichkeiten, seine Truppen zu nutzen und zusammenzustellen und sowas. Und auch wenn ich glaube, dass alles immer funktioniert, ne, ist es wahrscheinlich nicht verkehrt zu sagen, okay, ja, ein Held, der jetzt sowieso schon Fernkampfbonus mitbringt, dass der hauptsächlich Bogenschützen bekommt. Das macht wahrscheinlich schon irgendwo Sinn, denn halt, ne? Ist natürlich ein logistischer Aufwand, das hin und her zu schieben, denn und sowas. Und vielleicht ist es auch manchmal ganz, ganz interessant, wenn man, ja, wenn man eine Map hat, die groß genug ist. Sagen wir, man spielt zu zweit auf einer 6-Spieler-Map oder sowas. Hast du ja genug Platz und Siedlung und alles, ne? Dass man dann vielleicht auch so einen irrsinnigen Kram macht, wie eine ganze Siedlung auszubauen, nur mit Ratten. Tja, jetzt haben wir nur so langsam hier, haben wir den Zenit erreicht. Ich muss jetzt irgendjemanden angreifen. Ja. Das ist ja schon hart. Du kannst dich da, kannst du dich da besser bewegen eigentlich? Ja, du bist ja ein bisschen noch, aber ich muss auch gleich kämpfen, glaube ich. Also ich kann nicht mehr. Die Frage ist, was da unten hast du Ratten und oben hast du diese Knirscher, ne? Die Frage ist, ja, was das ist... sind 25. Warte mal, was ist mit er, mit dem hier? Gefährlich. Oh. Aber da steht zumindest eine Zahl, ne? 14, ja, 14. Weil ich hier unten noch nicht, glaube ich, nicht dicht genug dran bin. Da brauche ich gar nicht versuchen. Ja, auch zu viel. Hier steht ja gar nichts. Irrsinn. Na, guck mal, was da steht. Also da bin ich jetzt leider jetzt gerade auch ein bisschen überfordert, wie man denn das jetzt hier machen soll. Also die machen mich ja platt. Oh, ich habe den Rüstungsständer übersehen. Tada, oh. Panzerschuh. Oh, ich habe meine ganzen Sachen, ne? Ja, mal gucken, wie wir ausgerüstet haben. Keine Bewegung. Ja, finde ich jetzt gerade nicht so geil. Ich schätze mal, das ist aber auch so gemacht, damit einer nicht einfach eine riesen Armee aufbaut und einfach rausspaziert, alle platt macht im Multiplayer oder so. So dass du also schon ja. So ein bisschen Truppen verlierst, vielleicht auch einen Helden verlierst kurzzeitig. Ja, aber das Ding ist, dass das ja hier so, das ist ja jetzt schon ein bisschen so, also angreifen brauche ich die in dem Sinne alle gar nicht. Das steht überall gefährlich. Weiß man nicht, ne? Vielleicht, Die Wölfe könnte ich mal versuchen anzugreifen, weil das nicht so viele sind. Ah ja. Ja, selbe Sache. Wir nehmen natürlich die Eidgebundenen, weil kostet nichts. Ich brauche auch mal was an, aber weiß das nicht. Geh mal ein Stückchen ran. Ja, stimmt. Wenn du genau ein Feld davor stehst, 26 bis 50, ne? Ist natürlich trotzdem noch variabel, es könnte alles sein. Kurz bei ihm mal schauen, wo ist er denn? Da. Achso, ja, der braucht da noch nicht angreifen, der soll jetzt noch was abholen. Das Laboratorium ist fertig, gut. Aber kurz nach Hause mit dir. So, der kann mal hier die Ratten mitnehmen und das hier mitnehmen. Das hätte ich eben auch mal machen können. So, und dann kann der erstmal kurz hier oben den Turm nochmal besuchen und solche Sachen. So, und gleichzeitig, oh, schön, C. Hat er ausgerüstet, was macht denn das? Offensiv, 6. Okay, naja, gut. Nicht so der Burner, was macht die hier? C, hat er alles angelegt, naja, okay. So, das sind die Handschuhe, das ist das Schwert, ach, ist der Streitkolben, macht er. 7 offensiv, können wir eigentlich beides ausrüsten? Nee, ne? Nein. Nein. Das ist zweihändig, da unten steht das noch zweihändig. Ja. Mhm. 10 offensiv, ja gut, okay, müssen wir die Handschuhe. Achso, ja, auch sehr cool. Im Stream hatte Rutger da ja eine. goldene Gans war das, ne? Oder goldene Ente? Ja, goldene Gans, hab ich gefunden. Ja, die auch. Das sind so Items, wenn du die ausgerüstet hast. Höchster der entsprechende. Geld. Sachen, ne? Hier in dem Fall jetzt Geld. Aber kann natürlich auch was geben, wo du einfach andere Rohstoffe bekommst, ne? Hauptsache ausgerüstet. Ich hab jetzt ja gerade einen Charakter, der hat Steuern. Als Fertigkeit. Die habe ich gerade erhöht. Auch? Moment, ich habe das Sägewerk, aber ich habe noch keinen Steinbau gebaut. Nein, nein. So.
Alles gut. Ja, wir versuchen das einfach mal, ne? Mal gucken. Wie viel Ratten haben wir dabei? 18. 18, ne? Was soll's? Bin ich der Richtige? Ja. Attacke! So, dann kriegen wir hier diesen Screen. Da können wir unsere Einheit nochmal hin und her schieben. Mann, vorsichtig, deine Füße. Hier sehen wir, welche Einheiten da drüben so in etwa sind, also wie viele. Ne? Dann kannst du hier dich zurückziehen. Ganz schnelle Schlacht machen, da rechnet der Computer aus, was Phase ist. Mehr oder weniger. Oder du machst manuelle Schlacht. Müssen wir uns natürlich trotzdem mal angucken. Das ist dann halt, wie man es kennt, schiebst deine Truppen rundenbasierend hin und her. Die haben Initiative. Das ist auch noch so ein Punkt. Wenn du irgendwie Sachen hast, Fähigkeiten hast, die deine Initiative pushen, immer irgendwie mitnehmen. Oh. Ja, ich mach schlecht. Weil Initiative bestimmt halt, in welcher Reihenfolge die Einheiten dran sind. Je höher deine Initiative, desto schneller sind deine Einheiten dran. Ja, obwohl du hast Glück jetzt, glaube ich, ne? Ja. Oh, das Skelettvieh da oben sieht ja abstrakt aus. Ja, das, ne? Ist aber auch kein Reiter drauf, ne? Ist das da nicht ein Reiter? Da, nee, das sieht aus wie ein Stück Stein. Das kann sieht aus wie eine Maschine, also zusammengebastelt, ja, aus. Das ist schon eklig irgendwie. So, angreift, ja, da oben fast, auf die, ne? Völker, die würde die würde ihn einfach angreifen. Der rote Radius ist halt im Grunde sein Radius, wie bei, keine Ahnung, Warhammer jetzt oder sowas. Wir können denn in seinen Nahkampfradius rein, das heißt, er kann uns also auch zurück angreifen. Ja, Angriff! Deswegen das Ausrufezeichen. Was? Oh. Oh, mein Wolf ist etwas stärker. Hat einfach mal schnell 18 Ratten getötet. Das naja, nur 11. Nur noch 11, ne? Offensiv. Oh, Angriff, los, mach. Genau, und hier kann man auch sehen, so grob, ne, 24 bis 32 Schaden kann mein Angriff verursachen. Und es kann, ist kein Muss, es kann 2 bis 3 Gegner töten. Seh, ne? So, sind 7 da, das ist natürlich so eine Sache, mal gucken. Ja. Da, oh, ja, genau, genau. Und wenn wir dran sind, habt ihr ja gesehen, fliegen diese Dinger da hoch. Und theoretisch haben reicht wir dann halt Zauber, aber es reicht noch nicht. Die werden dann hier aufgelistet. Ich hätte den Fünfer angegriffen, damit du den Tod kriegst. Den da, ja. Na, krieg ich nicht tot. Jetzt kannst du was machen. Boah, die reiben mich auf, ey. Das, ja, hätte ich nicht gedacht. Da habe ich gedacht, da hätte ich jetzt gedacht, das funktioniert noch. Die sind also nicht so ohne. Tja. Nee, man gut. Muss dazu auch sagen, Fernkämpfer sind manchmal auch gar nicht mal so schlecht. Die Musketiere, die du letztes Mal, ja, hattest. Ja, ja, richtig. Man braucht Fernkämpfer halt, ne? Oder halt mehr Nahkämpfer, ja. Gut. Ja. Wir kennen das Spiel auch noch natürlich noch nicht, die Werte noch nicht und so weiter und so fort. Ich denke mal, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, hat man das auch besser drauf, ne? Ja, ja, unser Held ist jetzt gestorben. Ja, jetzt kann man ihn aber, ich glaube in der Siedlung geht das auch, ne? Ja. So, in der Siedlung, wo ist er denn? Der war das, ne? Ne, gar nicht. Ne, wer ist denn tot? Ach, da, unten da, ja. Man kann ihn wiederbeleben, kostet halt Geld. Oder du wartest, glaube ich, 3 oder 4 Runden, dann spawnt er automatisch wieder. Ja, und bis dahin passiert halt gar nichts. Geld habe ich gerade nicht, kriege ich die Runde, 1200, naja. Da oben ist so genug, ah ne, da ist noch eine Schlucht, ne? Ja, ja, ich bin jetzt umzingelt, ich muss überall kämpfen. Ich denke mal, das ist schon mit Absicht so gemacht, dass man, dass einer nicht einfach sofort lospoltert. Und halt alle überrennt, weißt du? So, du sollst als Spieler auch so ein bisschen Chance haben, was aufzubauen. Und es waren halt eben einfach zu wenig. Gut, wir müssen was anderes machen. Aber wie ich am Anfang ja schon sagte, ist halt Early Access. Patches werden gemacht, Updates werden entwickelt. Es gibt das Forum, wo jeder reinschreiben kann, was er, ne? Was er denkt, wäre halt irgendwie eine coole Ergänzung für das Spiel oder müsste geändert werden. Die Entwickler unterhalten sich mit der Community, die sind halt, ne, voll dabei. Dementsprechend kann sich natürlich das ein oder andere noch ändern, ne? So, weil, ja. Ich würde sogar jetzt behaupten, dass es schon zwischen unserem Stream und der Folge jetzt hier, dass es da schon Unterschiede gibt. So, ne? Dafür müsste man vielleicht mal die Werte vergleichen und so weiter. Ja, ne? Also, wie gesagt, Early Access auf Steam oder auch auf GOG. Kommt ihr auf beiden Seiten. Ist unten verlinkt auch, ne? Kostet 30 Euro, wenn ich jetzt nicht lüge. Ich glaube 30 Euro, ja. Dafür habt ihr aber ein riesen umfangreiches Spiel. Jetzt schon. Was man halt per Hotseat hier an einem PC spielen kann.
was man online spielen kann und, ne? Und es funktioniert. Was man auch machen kann, ist das. Man kann mit dem Hüter jetzt den Ort verteidigen. Ja, stimmt, ja. Du kannst deinen Helden da quasi rein installieren. Du kannst ihn auch wieder rausholen hinterher, ne? Aber wenn es dann zum Kampf kommt, ist der halt mittendrin. Ja, das war einfach Pech eben. Oh, ein Sichtradius erhöhen? Okay. Lustig. Ja, jetzt ist das, guck mal, jetzt ist das nur noch Medium. Stimmt, ja. Naja. Aber deine Einheiten stärker geworden sind, ja. Also man kann auch zum Beispiel hier am PC ein Spiel starten und andere Spieler joinen dann per Internet rein. Also es müssen nicht alle an einem PC sein, so ist das, funktioniert also auch. Ganz coole Sache. Ach, falschen Knopf gedrückt. Lied. Genau, und man kann seine Einheiten auch noch updaten, dass sie halt noch besser werden. Dann kannst du Forschungsgebäude bauen, wo du die noch besser... Also, ja, man kann da sehr viel machen. Ja, er war da noch nicht, er kann da noch mal Punkte holen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen... Jetzt ist es ein bisschen verzweckt, ne? Da will ich noch nicht hin. Ich gehe noch mal dahin zurück. Und naja, noch nicht. Ich warte, ob ich in der nächsten Runde Baden habe. Das Skelettmonster, was sie hatten, das sah schon cool aus, ne? Aber irgendwie. Ja, haben sie das ganz schön weggeknallt da, ja. Ich fand das jetzt. Also, mag ich mich jetzt ein bisschen sehr drüber beschweren. Mir ist das letztes Mal aber auch schon aufgefallen, dass ich mir manchmal dachte: Meine Güte, die sind aber auch ganz schön heftig drauf, gegen die man da so kämpfen muss. Und den könnte man jetzt schaffen, der ist grün. Würdig. Mehrere Wölfe, mehrere Waldläufer, wenige Briganten. Was haben wir denn hier so ready? Turm herbeirufen. Okay. Die lieber nochmal mitnehmen, oder? Mhm. Genau, wir gehen nochmal zurück. Die nehmen wir nochmal mit. Genau, die kaufen wir gleich noch und dann können wir. Obwohl, kann ich jetzt auch kaufen, ne? Aber dann machen wir nächste Runde. Kommen wir nächste Runde und dann können wir, glaube ich, unseren anderen Helden wieder beschwören. Achso, genau, noch eine Sache. Er ist ja jetzt gestorben. Und unseren Loot, quasi die Ausrüstung, die wir gefunden haben, die liegt denn auch da, wo er gestorben ist. Was also heißt, jeder andere Spieler könnte jetzt hinlaufen und sich das holen. Oder wir laufen zurück und holen uns das, je nachdem, wie man es nimmt, ne? Mhm. Genau. So. Ich habe ja einen Plan. Wie bitte? Ich habe einen Plan jetzt für mich. Jetzt. Okay. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Map Editor ist übrigens auch vorhanden, ist schon funktionabel drin. Die Community ist ja auch schon heftig dabei, die wildesten Kartenkonstrukte nachzubauen. Heftig. Also, was denen da schon so in den Sinn gekommen ist. Das eine Map, da spielt man in der Burg. Das ist schon ziemlich cool. Also deswegen, dass das jetzt einsteigen wird. Die Frage ist, was ist jetzt Medium? Hubert! Hier bleiben bitte. Oh Gott, Besuch. Ja, Besuch. Was ist jetzt Medium und was ist jetzt würdig? Ja. Was? Ach so. Ach, ja, scheiße, ja, Hubert, ja. Die grad... Türen sind, glaube ich, jetzt gerade zugegangen da oben. Ja. Ich muss ja Hund machen. Ja, das ist, ich glaube, das war Max aber gerade. Und Hunderandale hier. Ja, steuern oder geben denen mal etwas Kampfresistenz. Genau, leg dich da hin und bleib da. Ja, das ist hier noch nicht ganz so klar, was hier was ist, ne? Ach, da war schon wieder auf der Treppe auf dem Weg nach unten. Ach so. Ich war erschrocken, dass ich um die Ecke gefegt habe. Das Feen-Ding. Ach, jetzt ist das grün geworden. Hast du irgendwas gemacht? Also, ich habe mir mehr Truppen geholt, so. Aber ich habe den, glaube ich, nur angewählt und den. So, jetzt gehen wir da mit dem mal dahin. Mit dem habe ich mir ja eben noch was geholt. Sicherlich übersehen wir auch die ein oder andere Funktion hier oder keine Ahnung, jemand, der das jetzt guckt, sagt vielleicht so, warum machen die ja nicht das und das? Wir sind halt keine Profis, ne? So. Fernkampf-Offensive. Frage ist, was haben wir denn hier für People? Sind die Fernkampf? Ja. Ja.
Ach, da geht's nur eins. Den konnte ich da zwei tragen. Drei Offensive, was heißt das jetzt eigentlich? Offensive ist ja Angriff, also plus drei auf den Offensivbonus. Offensive ist, glaube ich, allgemein. Wenn da Fernkampf oder Nahkampf steht, Fernkampf, ist speziell. Offensive. Ach so. Offensive ist halt, ja, allgemeiner Angriff, würde ich einfach behaupten. Was natürlich Käse ist, der hat jetzt gar nichts. Der hat ein Verteidigung. Verteidigung und Offensive. Guten Tag. Ich versuch das mal. Wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Was denn? Tod und Notschlag. Ja, ich weiß noch nicht. Okay, die haben zwei Schützen dabei. Können die nicht aber irgendwas also machen? Wenn du fertig bist, musst du, oder wenn du seine Punkte noch nicht verbraucht hast. Ja, ja, ich bin da nicht so. Was machen die? Die können doch. Können die nicht. Können die nicht jetzt meine Truppen unterstützen? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, das machen die schon automatisch. Ja, macht das ja nicht. Und was ist das? Ein Zauber? Chaosblinzeln? Ja, nochmal drauf. Was macht denn das überhaupt? Verbündete Truppen einbewegen. Die Truppen landen in zufälligen ermittelt an ganzen Hexfeld. Achso. Beamst sie also irgendwo hin. Ich trau mich mit denen. Ich will eigentlich da nicht zu dich dran, weil ich kann mit denen immer noch nicht angreifen. Verstehst du? Ja. Ja, es ist Zauberbuch und da sieht man halt, was für Mana quasi gebraucht wird noch. Um die Sachen einzusetzen. Scheiße. Verteidigung für Verbündete. Ja, ich denke mal, wenn er da in der Nähe steht, dann ist das schon. Reicht das wohl schon? Oh, wahrscheinlich sind wir jetzt tot. Jo, die sind tot. In den Rücken geschossen, weißt du? Feige. Wer ist denn nun dran? Er muss nachladen. Hä? Was macht Blutkessel denn überhaupt? Das. Ja. Ich weiß, was das macht. Muss ich so machen. Was muss er jetzt? Er lädt nach einer Runde. Achso, er kann also nichts machen. Er kann nur laufen. Gehen wir mal dahin. Frage ist: Der ist ja verhüllt. 7 würde er töten. Ja. Jetzt kann er wieder schießen. Glück gehabt. So, Barden sind tot. Aber jetzt haben wir nämlich was richtig Cooles. XP gibt es natürlich auch für seinen Kampf. Alles gut. Mhm. Level up.
können wir mich erst abbauen jetzt. Nee, das wollte ich ja nicht. Wie ging denn das jetzt? Wir haben auch nichts. Waren die würdig jetzt? Würdig. Ach so, ich glaube, der kann aber gar nicht mehr laufen. Nee. Habe ich schon alles fertig gemacht? Augenscheinlich ja. Es fehlt uns da Gold. Gold. Was hat der denn so dabei? Waldläufer, Bänkelsänger und Milizionäre. Aber ganz so gut ausgerüstet ist der ja auch nicht, ne? Ah, ne, der kann ja gut, nicht der Knüppeltyp da von dem, der ganz schön. Der ja, das sind Gehörnte. Die kann ich, aber die kann ich bauen, wenn ich Forschung habe. Ah, okay. Ich wollte das und das mal mitnehmen. Aber man muss sagen, diese hier, ich sag mal, etwas einfachen Truppen sind ein bisschen schwach auf der Brust. Ich finde das halt so ein bisschen affig, wenn du gegen Wölfe kämpfst, dass die so viel heftiger sind wie deine Bogenschützen. Ja. Und das finde ich schon so ein bisschen, da können sie mir nochmal dran schrauben. Klar macht das auch eine Masse, aber ich finde so eine, wenn du Leute mit Armbrüsten hast, ja, das sind die schwächsten Truppen. Bitte aber nicht. Auch diese Bänkelsänger, ich glaube, angreifen können die schon, aber. Da ist er, Truppen hat er jetzt nur eine dabei, die Altgebundenen. Genau, er ist wieder aktiv dabei. Schon bin ich fertig. Kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Wieder Bänkelsänger abgeholt. Mhm. Aha. Was steht da? Fliegende Wichte. Keine verfügbare. Ach. Ich weiß auch warum. Wir haben ja nur die. Achso, du hast nur einen Dreier-Slot da jetzt, ne? Ja. Genau. Das macht aber nichts. Wir müssen jetzt hier mal irgendwo ran. Wir haben auch noch manuelle Schlachten. Vielleicht haben sie mir jetzt tot. Man kann das. Ich habe die erste ja auch mit dem PC. Oh, ich habe gar nicht umgestellt. Ich hab immer noch nicht raus, wie die jetzt angreifen können. Wahrscheinlich gar nicht. Doch, müssen sie ja. Ich denke mal im Nahkampf, ne? Die Sänger da. Ja. Sind aber auch hart. Mal guck mal, schon sind sie tot. Das kannst du vergessen. Die laden nach. Ja. Ja, also ehrlich, gut, ich bin tot. Ja, ein bisschen sehr heftig, ne? Ja, das ist so ein bisschen das steht würdig. Also da stand, ich konnte mir gegen den kämpfen. Was ist das denn bitte? Also das ist ja echt ein bisschen. Weiß ich nicht. Tja, alle tot. Ach da, Gold haben wir auch vergessen. So eine Kacke. Ja. Kann leider jetzt auch nichts mehr machen. Das ist auch. Das meine ich. Ja, ja. Das ist so ein bisschen. Naja. Unser Held ist wieder da. Mehr oder weniger. Jetzt versuchen wir auch nochmal. Was steht da? Medium. Ja, aber ist das jetzt. Das ist doch auch grün. Ich meine, bei mir war das ja auch. Bei mir war das ja eben auch würdig. Also weiß ich nicht. Der ist auch grün. Medium. 26 bis 50 Wolf, ey. Gucken. Attacke. Da ist mal so ein bisschen hier, was war das hier? Toxikologen, naja. So. Gucken. Hä?
Okay, ja, der Wolf, der kommt fast bis hier rüber, naja. Das Problem ist, wenn ich den Wolf jetzt angreife, dann wird er wahrscheinlich die Viecher gleich töten. Wann ist der Wolf wieder dran? Ich kann ihn noch killen. Angriff. Ich schläge ja zurück, ich bin in seinem Radius, das ist ja das Problem. Das macht ja nichts. So, Angriff. Bam! Oh. Ah, los, trotzdem. Erwische ich den? 4 bis 6, mal gucken, okay, gut. Ja, die sind nun aber komplett tot. Ja, du musst irgendwie angreifen, das ist ja alles nichts. Das ist ja ein Schwachsinn. Ja, dann schlägt er dich. Ja, wir müssen das ja mal zeigen. Ah, ja, was heißt, wir müssen hier gar nicht spielen? Ja, hallo. Nein, wir müssen den Leuten das auch zeigen. Also, die fetten Typen, die kriegst du gar nicht tot. Alter, der Hammer. Das war nämlich das, was ich vorhin erwähnte, mit dem Radius. Deswegen muss man da scheiße aufpassen. Ja, ich finde, dass man in seinen roten Radius rennt, ist schlecht. Ich finde das nur trotzdem, ohne es böse zu meinen, aber ich finde, irgendwie alle Truppen, die man hat, die sind ja ganz schöne Loser. Außer du hast Reiter dabei, hatte ich ja letztes Mal auch. Da hatte oder ich nur schon... Bogenschützen oder nur Gewehrschützen oder sowas. Naja, ja. Ja, wo wir letztes Mal gegen die Zauberer gekämpft haben, das fand ich aber auch unmöglich. Da hattest du keinen Fernkampf dabei. Und das finde ich also echt so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen heftig. Also, dass die Truppen, vielleicht sind wir auch zu blöd, augenscheinlich so schlecht sind, dass man da ja nichts weiß. Sind einfach zu wenige. Scheinbar, denke ich mal, ja. Irgendwie. Ja. So, aber es passt ja auch ganz gut. Gibt ja eh gleich Essen. Wir haben jetzt über eine Stunde aufgenommen. Haben wir schon. Ja, ja, eine Stunde ist gleich durch. Alles gut. Ich habe keinen Truppenplatz mehr. Nee. Oh, das ist das Problem. Ich dachte, drei reichen. Nee, deswegen musst du ja... Ja, schade. Ja, also das nervt mich. Genau, wie ich schon mitgekriegt habe, das nervt mich ein bisschen, dass... dass man das halt nicht so hinkriegt. Hat er das gar nicht genommen? Oh, toll. Jetzt erst. Jetzt haben wir das Erz erst. Das finde ich so ein bisschen anstrengend. Ja. Dass das augenscheinlich nicht ganz gut funktioniert. Hier irgendwas verbessern, sag mal. Ich meine, es mag durchaus sein, dass wir irgendwas falsch machen. Dass wir irgendwas übersehen, aber so, aber so kann man das hier, glaube ich, mal sehen. Ich glaube, das war ganz eindrucksvoll. Gut, wir haben ja, also wir haben jetzt alles. Wegbereiter der Freiheit. Das ist hier so ein Streitkorb. Das sah aus wie eine Angel. Ja, genau, das, was ich eben mit den Ratten da nochmal gezeigt habe, das ist halt. Ja, also schade finde ich halt, wenn hier Medium steht, also dass man da so abkackt, diese Typen hier sind ja so heftig. Also dass man da so abkackt, finde ich schon ein bisschen crazy. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen doll. Also das ist so ein bisschen so. Ja, ja. So macht so ein bisschen, ne, genau. Nee, aber dann sieht man das mal. Ich finde, die Grafik finde ich auch ganz nett. Ist natürlich jetzt hier nicht, keine Ahnung was, aber für eine 2D-Grafik, die Figuren so sind süß gemacht, dass alles, wie sich das so bewegt, die Feuerchen und so. Man muss halt bedenken. Finde ich jetzt nicht, da finde ich auch gerade für so ein Spiel schicklich gemacht. Die Fähnchen bewegen sich, das bewegt sich so im Wind, ne? Ja, ja. Die kleinen, so diese kleinen Gidgets, dass die Windmühle sich da dreht und da so ein bisschen, ist so ein bisschen Bewegung. Ist das ein Schwein? Das läuft da bei mir rum. Und da die Wäsche, die weht, ne? Genau, ja, ja, guck mal, Wäsche weht. Also das finde ich ganz süß gemacht, auch so, wie das denn so ein bisschen dargestellt ist, auch die kleinen, die Charaktere, wie die alle so aussehen und so. Was mich jetzt im Moment so ein bisschen stört, ist, dass man so, oh, scheiße, will ich nicht angreifen. Weil man irgendwie, vielleicht ist, haben wir jetzt auch nicht richtig gut gekämpft, vielleicht hätten wir das anders machen müssen, ja. Finde ich manchmal aber, dass ich denke, meine Güte, warum, ne? Ja. Warum ist man da augenscheinlich so schwach auf der Brust? Das finde ich so ein bisschen. Der, den ich da eben hatte, der war auch nicht so heftig, aber, ach, weißt du, ja, ja, ein bisschen, ich weiß, etwas meinst, deprimierend. Ja. Ein gesperrter Gefangener, guck mal. Ja, das, oh, hier auch da, wie sich das bewegen. Das ist ja alles gepixelt und gefoxelt hier und so weiter. Deswegen sagten sie ja auch, dass neue Rassen und sowas. Also, sie haben 5 Jahre gebraucht, um hier jetzt hinzukommen. Mit all den pixeligen Arbeiten und Animationen und sowas.
Also sollte man, es wird neue Rassen geben, ganz klar, aber nicht in nächster Zeit. Weil das halt dauert, ne? Man kann ja mal kurz gucken hier, warte mal. Truppe, ne? Hier sieht man ja schon. Mal die Fader rein. Die? Mhm. Wie viele Einheiten die hier so haben und sowas da. Und das ist alles einzeln gemacht, alles einzeln animiert. Und wenn ich mich nicht völlig täusche, dann haben die ja, viele von denen haben ja auch zwei Varianten. Du kannst sie ja nochmal updaten. Ne? Also haben sie alles hier doppelt animiert und sowas. Und gepixelt. Hier, das da unten ist die Aufstufung. Achso, das hier, guck mal, das ist hier oben, das ist der alte Sack und guck mal, da ist der alte Sack mit einem schickeren Hut und einer besseren. Achso, das da unten sind denn, ja gut, okay, dann sind das eins. Geh doch mal da rauf. 5, 6, 7, 8. Naja, trotzdem, ne? Hier gehen wir da rauf. Ja. Sapeur, fleißige Bauern können fleißige Sapeure werden. Graben ist Graben, weil da was, guck mal, was da drüber steht. Ja. Auch Bauern, Tölbe und Bettler können noch eine Armbrust nutzen. Was war? Ein Moment. Ja? Ja, alles gut. Speise und Trank wurde zubereitet für die tapferen Krieger hier. Das passt doch ganz gut, ne? Ja. Da können wir jetzt nämlich, genau, langsam... ja, genau, es gibt da halt hier immer... Oh, warte mal, das muss ich nochmal angucken. Er sieht dann auch voll heftig aus, da unten, Königinwache. Fee eher Adelige, das ist so das Heftigste. Und du gibst hier natürlich hier auch Ritter, ne? Das sind so. Vielleicht muss man auch erst einmal updaten, seine Grundtruppen. Weiß ja, das, so, ja, das kannst du ja nun auch nicht. Ja, dann sind die besser. Meine Reiter waren ja letztes Mal ganz gut, weil ich diesen Froschreiter hatte. Die waren ganz schön heftig. Also Reiter, wenn du was hast, was beritten ist, das ist schon gut. Ja. Aber ich finde, wenn da steht Medium, finde ich, oder würdig, dann finde ich es heftig, dass man da, du hast das eben gesehen. Ja, also man da sieht war da ja kein Schnitt so, ne? Nee, genau. Aber umschalten ist viel hier so, zack. So, aber ihr habt das alle gesehen jetzt, denke ich mal. Ja, guck, wie lange ging das jetzt? 1 Stunde 6 Minuten. Ja, das ist doch, ne? Wir haben alles gezeigt, was wir letztes Mal so gesehen haben. Sicherlich ist das eine oder andere auch falsch gemacht oder so. Vielleicht, also keine Ahnung. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich das falsch gemacht habe, aber... Aber wir müssen, du musst jetzt den Abspann machen. Es ist schwer, ich weiß, Ärger. Ja. Nee, es gibt keinen Ärger, es gibt nur weniger Essen. Bis dann, viel Spaß. Ich spiele nachher nochmal, glaube ich. Genau. Okay, ja, richtig. Wie gesagt, das war Songs of Conquest, wurde uns zur Verfügung gestellt halt. Sehr nice übrigens. Danke, danke nochmal an Lava Potion und sowas. Schwedisches Entwicklerteam, sehr cool, ne? Aus Schweden kommen ziemlich coole Videospiele. Minecraft zum Beispiel ja auch, ne? Wenn man es mal so nimmt. Und so gesehen ja auch Minecraft Dungeons, auch sehr cool. Ja, und halt Songs of Conquest hier, ne? Sehr geiler Titel. Und genau, wenn ihr es selber ausprobieren wollt und so, Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr kaufen auf Steam, könnt ihr kaufen auf GOG. Ne? Kann man sich also überlegen, welche Plattform einem lieber gefällt. Ne, hat ja beide haben ja ihre Nach- und Vorteile. Aber wie gesagt, gibt es halt auf beiden Seiten. Kostet jeweils 30 Euro, im Angebot glaube ich ein 20 oder so. Müsst ihr mal ein Auge drauf haben, denn wenn ihr wollt. Aber ja, wer halt ein... in Anführungsstrichen altmodisches Heroes of Might and Magic sucht in einem neuen Look und mit frischen Ideen teilweise und sowas und ja, guten Multiplayer-Funktionen und da und vielen Community-Maps und so weiter, sollte sich Songs of Conquest auf jeden Fall mal ranholen. Und ich sag mal, vom Umfang her, den es jetzt schon hat, ist 30 Euro völlig okay. Ne? Alles okay. Und wie gesagt, es wird gepatcht, es wird geupdatet, die unterhalten sich mit uns und so weiter und so fort. Ne? Findet ihr alles im, ja, genau, unten in der Kanalbeschreibung, wie heißt denn das da, im Infoblog da unten halt, ne? Gott, oh Gott. Genau, so, wenn euch das gefallen hat hier, ne, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, genau, abonniert den Kanal und so und am Ende wird gleich eine Playlist eingeblendet, da findet ihr dann auch alle bisherigen Double Trouble Snacken durchs und halt auch den Link zum Stream, den wir zu dritt gespielt hatten da oder zu zukünftigen Streams auch alles da zu finden und, genau. Ne? Frage der Folge ist ja noch da unten, Heroes of Might and Magic, Lieblingsteil, haut's unten in die Kommentare, da, ne, oder vielleicht auch, warum ihr gerade den Teil am liebsten habt oder so halt, ne, haut's unten rein, wie gesagt, und dann könnt ihr uns auch noch folgen auf Facebook und Instagram, wie angegeben da, ne, ganz einfach zu finden, /Blood and Brain, ganz einfach zu finden, einen Moment, der ist doch schon lange wach, Ja, wie gesagt, alles da einfach zu finden. Ja, lauter Bekloppte hier in dem Haus. Das ist unglaublich. Gibt's Essen und alle drehen durch. Ey. Ein Wunder, dass ich noch nicht gebissen wurde. genau, und halt auf Twitch sind wir auch unterwegs. Montag, Dienstag und Mittwoch, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde. Gleich beißen sie mich, Hilfe! Und spontan auch sporadisch anderen Tag. Komm mal lieber hier auf.
Ja, Chef, sofort, Chef. Erstmal esse ich gleich. Es gibt nämlich leckere Pizza, ne? Also dann, wie gesagt, schaut es euch an, probiert es aus, folgt uns überall und beantwortet die Frage und wir sehen uns dann demnächst wieder. Reingehauen, gute Nacht, guten Morgen, tschüss, bis später.